Hier ist der Pferdepodcast, Folge 246. Jenny, der gläserne Podcast. Wir haben Samstagabend. Du bist vor 2 Minuten durch die Tür reingerauscht und hast die Reitklamotte noch an. Das heißt, ich stink noch. So ein gewisser Müff so entwickelt sich jetzt hier in unserem improvisierten Studio. Aber nicht schlimmer als der Fuchsgeruch morgens, wenn du geschlafen hast. Ja, du hast jedenfalls gesagt, du willst sofort aufnehmen, weil es ist ja alles noch so frisch. Und damit genau. Ist natürlich also nicht nur der Geruch gemeint, sondern es ist vor allen Dingen natürlich gemeint, das Lehrgangswochenende Teil 1, über das wir in dieser Folge 246 sprechen. Du warst mit beiden Pferden am Start, AC/DC und Klecks. Raimund Wille ist in der Stadt und das bedeutet hartes Dressurtraining, intensives Arbeiten, darüber sprechen wir. Wir haben, ich würde sagen, den prominentesten Gast, den wir jemals bei uns zu Gast hatten, Rolf Zukowski. Der Mann mit den Kinderliedern ist bei uns. Er hat, ich habe es eben gerade noch gegoogelt, er hat ein Album gemacht, das sich um Pferde dreht, zusammen mit einer Hamburger Reittherapeutin. Die Pferdefreunde, Reiten ist mehr. Es ist ein sehr anrührendes Interview, bitte dranbleiben. Und auf keinen Fall verpassen. Und wir haben natürlich noch Zuschriften von den Hörers, dies und das, Fragen, die die Pferdegesundheit betreffen. Wir haben schon mal geguckt, also ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich so rundum glücklich machen, beantworten können, aber du wirst es versuchen, hast du gesagt. Ja. Zuschrift einer Hörerin aus der Schweiz. Grüezi. Ja. Der internationale Pferd, ja, muss man doch mal sagen, oder? So ein bisschen dicke Hose kann man doch mal machen. Also ich meine, sie kommt noch mal aus der Schweiz, hat sie geschrieben. Bevor es losgeht, spielt der Manni, unser Orchestermusiker, die Hymne. Hat sich extra fein rausgeputzt und angezogen. Hat gesagt, wenn Rolf Zukowski diese Musiklegende bei uns ist, dann muss ich einen guten Eindruck machen. Ja, das macht er Orchester jetzt. Orchester kann er ja, der Manni. Wenn er was kann, dann Orchester. Und los geht's. Jenny, mich zuckt es ja immer, wenn wir so prominente Gäste haben, dass man dann sagt, ach komm, wir pfeifen jetzt auf die Konventionen und es ist so unhöflich, die warten zu lassen, in Anführungszeichen. Aber wir bleiben dabei, wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich mit deinen beiden Jungpferden AC und Klecks. AC/DC, der junge Haflinger, ich sage es immer wieder mal für die, nicht, dass ihr euch wundert, dass ich denke immer an die Quereinsteiger, die vielleicht jetzt bei Folge 246 zum ersten Mal bei uns reinhören. Dieser Pferdepodcast beschäftigt sich in allererster Linie mit dem jungen Haflinger AC/DC, den wir begleiten vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Er soll mal in S-Dressuren starten. Das gibt's nicht so oft in Deutschland, hier und da schon, aber das ist dein großes Ziel, Jenny. Und ihr seid schon relativ weit gekommen. Er ist erst 7 Jahre alt, gut drauf, ein Sunnyboy und er ist schon M platziert. Und das hast du heute auch Raimund Wille, dem renommierten Reitlehrer aus dem hohen Norden, gesagt. Das wusste der noch gar nicht, ne? Nein, das war ja unmittelbar nach dem letzten Lehrgang, war ja Turnier. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Das ist jetzt der erste Lehrgang nach diesem Turnier in Bönstadt. Mhm. Und dann habe ich natürlich heute ganz stolz erzählt, wir haben uns M platziert. Der hat sich wirklich von Herzen gefreut. Also es fand der, glaube ich, gut. Ja. Und der hat gesagt, das ist ein toller Erfolg. Und ja, es ist auch noch nicht alles perfekt und so. Also ich habe auch gesagt, es gab eine 6,5. Das ist ja schon mal eine ganz gute Note. Und natürlich ist da noch Luft nach oben, gar keine Frage. Aber er war auch, glaube ich, sichtlich stolz, auch dass wir zusammen so weit gekommen sind, gemeinsam mit seiner Arbeit. Das ist natürlich für einen Trainer auch immer ein Erfolg. Ich wollte gerade sagen, er ist ja jetzt nicht so, dass er da völlig unbeteiligt daran ist und so also einfach nur an der Seite steht und Applaus klatschen kann, sondern so ein bisschen zahlt das ja auch wirklich auf sein Konto ein. Ich meine gut, Raimund Wille hat Reitschülerinnen und Reitschüler wirklich zu nationalen und internationalen Titeln geführt. Das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer, aber ich hatte auch den Eindruck, er hat sich wirklich von Herzen gefreut und genau, und hat dann, also war dann jetzt auch voll motiviert dabei zu sagen, okay, daran können wir jetzt anknüpfen und hier machen wir jetzt weiter. Also
eine gute Grundlage, ein gutes Entree irgendwie. Und ich habe ja die Ohren gespitzt. Wir hatten, habe ich gesehen. Ja. Ich habe ja zugehört. Ich habe ja, also ich war ja bei AC, also du warst mit beiden Pferden da und ich habe die Einheit von AC/DC gefilmt. Du guckst immer gerne auch nochmal dann später in der Badewanne oder so dann nochmal genau hin und dass du es auch nochmal in Anführungszeichen von unten siehst. Und ja, ich habe deshalb genau hingehört, weil das so ein bisschen anschloss an das Thema, was wir in der letzten Folge hatten oder vorletzten, ich weiß gar nicht mehr genau, das Thema der Schritt. Das hast du ihm nämlich auch gesagt, als es um die Frage ging, woran wollt ihr denn heute arbeiten? Und da hast du gesagt, so ein bisschen, also ich glaube, du hast sogar zitiert aus dem Protokoll, ne? Genau. Und hast gesagt, so, dass eines der Sorgenkinder ist der Schritt. Wir haben ja in der besagten letzten oder vorletzten Folge, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, da hatte ich so ein bisschen nachgefragt, was kann man denn da eigentlich machen? Ich bin ja eher so der Laie. Und ich fand ja interessant, dass er gesagt hat, das sei ganz normal, mach dir keinen Kopf beim Übergang von L nach M, genau, ist es ganz normal, dass der Schritt leidet. Und beim Schritt von M zu S wird es noch mal so kommen und es wird noch schlimmer sein. Ja, ich dachte dann auch so, okay, wird noch schlechter der Schritt? Das ist ja irgendwie doof. Also er hat gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen. Das ist ganz normal durch diese vermehrte, versammelnde Arbeit. Mhm. Ist es ganz normal, dass der Schritt einfach darunter leidet. Die Pferde müssen dann einfach noch mal neu lernen, dieses Schreiten. Und er hat mir den Tipp gegeben, geh ins Gelände, nur im Schritt, bergauf, bergab. Und im Schritt bergab aber auch reiten. Nicht einfach so vor sich hin düddeln lassen, sondern wirklich auch leichter Sitz. Die Hand bleibt da dran, der bleibt im Genick, der bleibt in der Anlehnung. Und dann richtig reiten den Schritt. Und dann hat er gesagt, also dann kriegst du das ganz schnell wieder in den Griff, wenn du das, keine Ahnung, alle zwei Wochen oder einmal in der Woche so ein bisschen Bergkraxeln machst im Schritt, dann ist das ganz schnell wieder behoben, dieses Problem. Aber es sei ganz normal, durch diesen Übergang der Klassen müsste ich mir keine Sorgen machen. Das geht bei ganz, ganz vielen Pferden, würde der Schritt dann leiden. Und er hat so ein bisschen neidisch auf den Schwarzwald geguckt, weil er, ich habe es erwähnt, er kommt aus dem hohen Norden da, Hamburger Gegend, da ist halt alles platt wie eine Flunder. Genau. Und er sagte so, naja, auf und ab und Berge und so, das habt ihr ja hier. Also spielt einem jetzt in dem Fall tatsächlich so ein bisschen in die Karten. Jenny, noch mal kurz laienmäßig nachgefragt, kann man sich das vorstellen wie so ein Ziehharmonika-Problem, wenn du sagst Versammlung, also die Pferde müssen sich ein bisschen eng machen und beim Schritt, da geht es ja darum so nach vorne und dieses demonstrative Schreiten und so weiter. Ist das so, also quasi so, dass es diese gegenläufigen Bewegungen sind, so, also sozusagen zusammenziehen und das auseinanderdehnen, oder ist es doof gedacht? Nee, eigentlich ist es genau das, dieses Zusammenziehen, das Pferd wird kurz, also deswegen heißt es ja, man lasst ihn nicht lang werden, das Pferd wird kurz in der Versammlung und im Schritt muss er sich ja dann wieder dehnen und lang machen, vor allem im starken Schritt, also er muss ja schon, die Nase muss nach vorne, der Schritt muss groß werden und dann ist wirklich so dieses Übergang zum Schritt und dann muss er direkt lang werden eigentlich. Siehst du, da ist der Hund wieder. Ja, der Hund. Also wer sich wundert über merkwürdige Geräusche so im Hintergrund, es läuft nicht etwa ein Bud Spencer-Film oder so, sondern es ist unser blinder Hund, der ab und zu mal... Die will immer mitmachen. So ein bisschen, ja. Wir reden, aber wir reden nicht mit ihr. Das ist halt, ich meine, man versteht es. Man versteht es. Sie will, dass man mit ihr redet. Jetzt war Frauchen halt auch den ganzen Tag nicht da. Also, sie muss noch einen Augenblick durchhalten. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Ziehharmonika. Okay, da bin ich ja froh, dass ich das nicht ganz so falsch sehe. Und du weißt, ich habe es immer gerne, so die handfesten Tipps zum Mitnehmen. Raimund Wille hat es gesagt, wenn der Schritt schlecht wird oder zu wünschen übrig lässt, dann ab in die Muckibude, raus ins Gelände, auf- und abreiten und also bergauf und bergab reiten und auch beim Bergabreiten weiter treiben. Und jetzt sind wir aber endlich bei dem, was ihr so in erster Linie gemacht habt. Denn um den Schritt ging es dann nach dem Tipp von Raimund Wille logischerweise nicht, hat er gesagt, das kann man auslagern ins Gelände. Also dann die Frage, das Viereck, was habt ihr denn in der Halle dann anstattdessen gemacht? Weil es waren ja auch noch ein paar andere Sachen neben dem Schritt auf deinem Zettel.
Genau, immer noch die Wechsel, ganz klar. Also ja, die müssen noch sicherer werden, die müssen noch sehr viel gelassener werden und die müssen vor allem nach vorne mehr. Also der Schwung nach vorne muss einfach erhalten bleiben und vor allem nach dem Wechsel muss der Schwung nach vorne erhalten bleiben. Da hatten wir bisher auch immer so kleine Problemchen und die Traversale nach rechts. Da bin ich so ein Körperklaus, da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich verdrehe mich, ich bin komisch bei der Traversale nach rechts. Das haben wir, das habe ich gesagt, das würde ich gerne heute nochmal, da bräuchte ich nochmal irgendwie so einen Tipp, wie kriege ich das am besten hin? Wir haben das mit der Traversale in der Trabarbeit haben wir begonnen, dass wir ihn einfach mehr aufnehmen im Trab. Also es war wirklich am Anfang so, jetzt lass ihn mal kleiner traben, noch mehr zurück, noch mehr zurück. Das Hinterbein muss aktiv werden und vor allem muss er sehr viel runde. Ich habe Pia dann im Ohr, runde, runde, runde. Das war immer das, was Pia gesagt hat. Hat Herr Wille heute auch wieder gesagt, der muss einfach runter. Diese Nase muss einfach tiefer und der muss da diesen Rücken aufmachen, diesen einen Muskel im Rücken, den muss er einfach aufmachen. Und das kriegst du halt wirklich nur, wenn du die Nase variieren kannst. Also mal ein bisschen hinter der Senkrechten, vor der Senkrechten, lass ihn mal raus, hol ihn mal wieder zu dir. Ich bin da manchmal so ein bisschen nachlässig. Ich lass ihn dann so wie so ein Schulpferd so vor sich hintraben, okay, mit Nase leicht vor der Senkrechten, weil ich denke, ach, der muss ja erstmal locker werden und sich lösen. Nee, da löst er sich aber nicht, sondern der macht sich fest im Genick und dann drückt er mir den Unterhals dagegen und dann fange ich an zu kämpfen. Und ich weiß das, Pia hat mir das wirklich eingetrichtert, jahrelang, aber wenn man so alleine vor sich hinreitet, dann verfällt man manchmal wieder so in diese Bequemlichkeit. Herr Wille hat es heute auch noch mal gesagt, der muss einfach von Anfang an runter, dass der fallen lässt und dann kriegst du das Hinterbein und dann hast du den auch in der Traversale im Genick locker, weil du musst ja reiten in der Traversale, der soll sich ja nicht da einfach nur gestellt dahinstellen, auf das Gebiss beißen und dann so statisch diese Traversalverschiebung laufen, sondern der soll ja wirklich, du willst die ja reiten und der Takt soll erhalten bleiben und der muss sich auch stellen lassen in der Traversale. Der soll da nicht einfach nur so dagegen büffeln. Das haben wir dann erreicht, indem wir wirklich im Trab vor, zurück. Also wir sind wirklich eine ganze Zeit lang im Trab, haben wir diese Übergänge vom versammelten Trab, Arbeitstrab, versammelter Trab, Arbeitstrab. Und dann irgendwann kommt auch vorne der Brustkorb hoch. Und dann kann ich auch die Nase variieren und ich kann wirklich Nase hinter der Senkrechten, vor der Senkrechten, ich konnte ihn ein bisschen rauslassen, wieder ein bisschen aufnehmen und dann war es auf einmal ganz leicht. Dann sagt er, geh mal auf die Viertellinie und dann stellst du ihn nach rechts und dann lässt du ihn einfach in die Traversale, ganz locker und gelassen und das hat funktioniert. Also ich musste gar nicht viel drücken, quetschen, sondern ich konnte ihn locker stellen im Genick, hab das Bein bis diese seitwärts treibende Hilfe mit dem linken Bein, mit dem rechten Bein die vorwärts treibende Hilfe. Und es hat funktioniert. Also er ist ganz locker, fluffig in die Traversale. Ich habe ja immer noch das Problem, dass ich viel zu viel mache. Ich mache immer noch zu viel. Ich muss so ein bisschen entspannter, bisschen leichter sitzen und alles so ein kleines bisschen entspannter angehen. Dann klappt's auch. Also wir lernen, der strenge Herr Wille im Ohr bewirkt was und macht was bei dir. Und ich muss jetzt so zwei Sachen so ein bisschen zueinander kriegen, weil, also wenn von der muss runder werden die Rede ist, dann habe ich immer so den Impuls, entschuldige, also oder sag auch sofort, wenn ich irgendwie falsch liege, aber ich habe dann so die Gedankenverbindung hin zu Trainingsmethoden, die sehr umstritten sind. So das mit dem Runder und die Nase muss runter und das sehen ja viele so kritisch. Und wenn ich dann aber höre, dass es am Ende ganz leicht geht, dann hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man dem Pferd da irgendwie mit Gewalt irgendwas abringt, sondern eigentlich im Gegenteil. Am Ende kommt was dabei raus, was auch dafür sorgt, dass das Pferd viel lockerer und leichter und mit weniger Kraft oder Mühe laufen kann. Also ist das wieder die Frage der Laie, der Dussel? Ist das so ganz verkehrt? Du meinst, ich wäre Rollkur geritten? Ich wollte jetzt das Wort nicht sagen, aber so sagen. In die Richtung geht's ja. Oder na, weiß ich nicht, ob es in die Richtung geht. Nein, wir sind ganz weit weg von Rollkur. Also du hast es ja auch gesehen.
Also du warst ja dabei, du hast es gesehen, wir sind ganz weit weg davon. Ich hatte nicht die Peter-Nummer im Handy und gedacht, genau. Sie müssen ganz dringend kommen, hier passieren gerade schlimme Dinge. Das aber trotzdem nicht. Muss er lernen, dass er diesen Rückenmuskel aufmacht, dass er ab Widerriss den Hals fallen lässt. Und das lernt er nicht, wenn er mit Nase kurz vor der Senkrechten gegen meine Hand büffelt. Da kriege ich ihn nicht. Es ist natürlich, ich habe jetzt auch den Hubert im Ohr, der sagt, ja, du musst den mit deinem inneren Bein an die äußere Hand reiten. Ja, ja, ich weiß. Aber man muss auch schon so ein bisschen variieren. Und ich gebe aus dem Handgelenk diese Paraden und ich muss ihn im Genick ja locker kriegen. Und ich stelle mir dann immer so ein bisschen vor, ich schüttel das Genick aus, dass der da locker wird und dass der den Hals fallen lässt. Das ist weit weg davon, dass ich das Pferd überstelle oder also maximal hinter die Senkrechte reite oder was man auch immer so sieht. Da sind wir ganz, ganz weit weg davon. Aber trotzdem muss die Nase da unten bleiben, wenn ich das will. Und ich will kontrollieren, wo die Nase ist. Ich will sagen, vor der Senkrechten, hinter der Senkrechten, Genick oben, Genick unten. Das möchte ich kontrollieren. Und das kann ich nur kontrollieren, indem er locker ist im Hals, indem er fallen lässt aus dem Widerriss und wenn das Genick locker ist. Also dahin zu kommen scheint ja nicht ganz so einfach zu sein, sondern da steckt dann ein bisschen Arbeit drin und man muss dem Pferd es erst zeigen. Gibt es so den Punkt, wo du auch das Gefühl hast oder also hast du von Anfang an das Gefühl, AC macht mit, AC hört zu, AC hat Lust? Gibt es da dann so einen Schnittpunkt, wo man sagt, okay, jetzt hat er es verstanden und weil du hast eben gerade schon so ein bisschen so geschildert, so es kommt dann der Moment, wo das Reiten auf einmal ganz einfach, ganz, ganz leicht wird. Einfach ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wo es sich leicht anfühlt und wo ihr auch wirklich dahin kommt, wo ihr hin wollt, ne? Also das, den Eindruck hatte man total. Also das Zauberwort ist wieder liebe Grüße an Nicole. Konsequenz. Mhm. Ich muss viel konsequenter reiten. Ich weiß das auch. Und das ist wirklich so. Wenn man so viel alleine reitet wie ich, also ohne regelmäßiges Training, das ist ja jetzt wirklich nur alle 6 oder 8 Wochen. Ja. Und dann schleichen sich solche Dinge halt einfach ein, dass man nicht so konsequent ist und dass man so ein bisschen den bequemen Weg geht. Aber auch da bei AC heute war es geht ganz schnell. Wenn ich 2 Minuten konsequent bin, geht's ganz schnell, dass er sagt, okay, mach ich. Natürlich versucht er am Anfang so ein bisschen dagegen und nö, will ich nicht und oh, das ist mir aber jetzt zu anstrengend und so. Und wenn ich ihn lasse, je länger ich ihn lasse, umso länger dauert es, bis das Pferd durchlässig ist. Wenn ich von Anfang an konsequent sage, nix da, du bleibst hier und ich kontrolliere das Genick, dann dauert es keine 2 Minuten. Und dann ist er ganz easy und ganz fein zu reiten. Also insofern muss man echt sagen, ist Raimund Wille schon immer ein wichtiges Korrektiv. Für absolut, dich auch, wenn der dann kommt, ne? Also dann gibt's auch ein bisschen was zu tun. Also ich will jetzt nicht von Korrekturreiten reden, aber so in die Richtung geht's. Also einfach dieses lange im eigenen Saft schmurgeln sorgt einfach dafür, dass halt manche Dinge sich so einschleifen und dann ist schon ganz gut, wenn jemand mit einem Blick wie Raimund Wille ihn hat. Man stelle sich vor, ich könnte einmal in der Woche bei ihm reiten. Nicht auszudenken, was das mit mir machen würde. Was das leistungsmäßig und notenmäßig, wo das dann hingepetert werden würde, ja, genau. Jenny, jetzt habt ihr ja morgen dann noch, du hast gesagt im Teaser schon, du hast quasi an beiden Tagen beide Pferde. Morgen habt ihr noch eine Einheit. Gibt es da schon so eine Idee, was ihr da machen werdet? Weil das war heute ja schon anspruchsvoll, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass AC/DC jetzt morgen quasi wie so eine Flunder aus dem Stall schleicht. Also ich glaube nicht, dass der jetzt so über die Maßen Muskelkater hat oder so. Der war geschwitzt, aber der wirkte jetzt auch nicht völlig geplättet. Also da geht schon noch was morgen so. Ja, ne? Und bei 15 Grad ist ganz normal, dass die schwitzen. Ja, ja. Wir haben ja heute auch noch sehr viel an den Wechseln gearbeitet und zwar an dem Vorwärts im Wechsel. Also die Wechsel waren gar nicht schlecht. Das hat er auch gesagt. Natürlich ist immer mal wieder einer dabei, wo er übereifrig ist und vor und zurück und überhaupt. Und wir haben so ein bisschen daran gearbeitet, dass er nach dem Wechsel auch nach vorne zieht. Mhm. Und da war halt wirklich so der Fokus auf, mach dich ein bisschen leicht im Wechsel, dass er danach auch wirklich weiter galoppieren kann und dass er nach vorne zieht. Und das war dann am Ende, das hat auch wirklich gut geklappt, also so zulegen und dann den Wechsel reiten und direkt wieder zulegen. Das geht aber nur, wenn ich mich so ein bisschen leichter mache im Sattel und quasi den Arsch so ein bisschen lupfe. Ja. Und dann hat es funktioniert und dann wurde das Pony auch
viel fleißiger unter mir. Und vorher habe ich immer so dieses Problem, ich versammle ihn natürlich für den Wechsel, dann springt er den Wechsel und dann kriege ich ihn nicht mehr vom Fleck. Mhm. Und dann fange ich an, dann komme ich ins Quetschen und Drücken und das Pony geht nicht mehr vorwärts. Und er hat gesagt, ich halte ihn zu sehr fest. Okay. Ich merke das gar nicht. Also, aber es ist wirklich so, dass ich immer noch zu viel mit meiner Hand da dran bin und auch zu viel mit meinem Kreuz da dran bin. Also ich bin wirklich zu viel am Pferd und ich mache immer noch zu viel. Das ist total toll, dass wir das heute noch mal so hatten, dass ich wieder so in meinen Kopf rufe, leicht sitzen, Hand vor und gar nicht so viel machen wollen, gar nicht so viel drücken und quetschen. Und das habe ich auch mitgenommen in die Einheit mit dem Klecks. Gar nicht so viel machen wollen, weil da ist auch dieses Problem, dass ich immer wieder in dieses Quetschen und Drücken komme und dann das Pferd nur noch fauler wird. Aber von der ersten Einheit mit AC habe ich das heute mitgenommen und bei Klexi lief es wunderbar. Okay, spannend. Aber also dieses Wechselspiel, und du kannst sofort über Klecks dann weitererzählen. Habe ich gut gemacht. Ja, klar. Aber dieses Wechselspiel von, man muss das Pferd machen lassen, man muss ihm die Freiräume geben, dass es von alleine nach vorne springt und so weiter. Und dann aber eben doch bei so anderen Dingen wieder, von wegen, wo ist die Nase des Pferdes und ich will das kontrollieren. Also so diese Pole, Kontrolle auf der einen Seite, aber auch Dinge einfach zulassen und nicht zu viel machen. Also ich komme immer wieder dahin, wie kompliziert dieses Hobby ist, was du dir ausgesucht hast. Also Reiten ist so schwer. Oh. Das stimmt, ja. Das ist so schwer. Und vor allem, man muss so reaktionsschnell sein und man muss sofort korrigieren, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Und man muss es richtig korrigieren und das Bein dran, die Hand weg. Also es ist, Reiten ist wirklich kompliziert und schwer. Aber wenn man es richtig macht, merkt man auch sofort, wie es funktioniert. Also man merkt es wirklich sofort. Und mein Problem war zum Beispiel bei AC auch immer auf der linken Hand, wenn ich zum Beispiel im Galopp linke Hand aus der Ecke komme und muss auf die Diagonale in so einer L-Dressur zum Beispiel, dass er mir dann immer in diesen Hasengalopp gefallen ist. Ja, weil ich viel zu viel die innere Hand dran habe. Und heute haben wir auch noch mal geübt, gerade in die Ecke. Nicht nach innen stellen in der Ecke, sondern versuch doch mal, das Pferd gerade zu lassen in der Ecke. Das ist so schwer. Das ist wirklich schwer. Aber dann springt das Hinterbein wirklich unter das Pferd und das funktioniert und man merkt sofort den Unterschied, wenn man gerade durch so eine Ecke reitet. Also das Pferd bleibt gerade, der ist nicht gestellt, nicht gebogen, gar nichts, sondern das Pferd bleibt einfach nur gerade. Mhm. Das hat einen Wahnsinnseffekt, den spürt man auch obendrauf. Und man sieht es von außen, also selbst ich habe das gesehen, also das war schon, ja. Viele Erfolgserlebnisse heute mit Reim und Wille, muss man schon mal sagen. Ja, mit Klexi auch. Also Klexi war heute wirklich gut drauf. Der war ja schon gut drauf, als ich mit AC wieder zurückkam. Ja, das habe ich ja gleich weitergepostet, hast du gesehen, ne? Also das haben sie auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns so verfolgen bei Social Media, bei Instagram, hatte ich das ja als kleines Reel, so ein Mini-Video, haben sich da sehr drüber amüsiert. Ja, du hast ihn gefilmt, das war die Situation, du fährst mit AC zurück in den Stall und holst den Braunen, wie es immer so heißt, ne? Und der Braune war gar nicht so braun. Der war nass erstmal, ne? Der war halt auch klatschnass, weil der sich in diesem nassen Sand gewälzt hat. Ja. Aus Protest, die lässt mich allein. Jetzt mache ich mich erstmal richtig dreckig. Und hat halt wirklich auch, also bewegt war er eigentlich schon. Ich hätte gar nicht mehr zu Herrn Wille fahren müssen, weil er war so leicht geschwitzt und der war halt nass von dieser Matsche, in der er sich gewälzt hat. Aber er kam nicht drum herum. Er war noch ein bisschen dreckig, als wir bei Herrn Wille aufliefen, aber war egal. Also glückliches Pferd. Er hat sich erstmal vorher dreckig gemacht. Und der war auch schon so ein bisschen warm und das merkt man auch, wenn der da vorher schon mal so ein bisschen abgegangen ist. Deswegen mache ich das ganz oft so, dass ich erst den AC reite, weil Klecks sich dann alleine warm macht. Indem er wandert ja dann hin und her und hin und her und hin und her. Und manchmal trabt er auch und manchmal galoppiert er auch vom Paddock wieder rein und wieder raus. Weil er die Welt nicht versteht, ne? Und die Welt scheiße findet. Er ist alleine und er protestiert immer, wenn er alleine ist. Und kommt mir aber zugute beim Reiten und wir haben heute darüber gesprochen. Also Herr Wille hat auch gefragt, wie weit ist der denn so? Was hast du denn für Turnier? Sag ich, naja, bisher nur A-Dressur. Das klappt auch ganz gut. Also da ist er auch immer vorne dabei. Und dann haben wir besprochen, wie es weitergeht. Also er sagte, hast du die Wechsel schon mal probiert? Dann habe ich gesagt, ich habe keine Idee, wie ich dem Pferd das beibringe. So gar keine Idee, weil er ja schon so ein bisschen zäh ist am Bein und
ich gar nicht so genau weiß, wie fange ich das denn an? Mhm. Also das war so unser Gespräch vor der Einheit und er hat dann auch gesagt, okay, morgen machst du auf jeden Fall die Kandare rein und mein Plan für das Pferd wäre, der geht wir trainieren jetzt im Winter, als wolltest du nächstes Jahr M reiten. Ach du und Scheiße. Du reitest nächstes Jahr ausschließlich auf Kandare. Du reitest keine Prüfung auf Trense. Mhm. Mal so eine Zwei-Sterne-L, Kandare und so, weil Traversalen und sowas, das kann der ja alles. Und die Galopparbeit ist so ein bisschen unser Problem. Das war so das Entree in der Einheit. Und wir haben heute wirklich auch vermehrt an der Versammlung mit ihm gearbeitet. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das Pferd versammeln kann, aber es hat wirklich funktioniert. Okay. Und Raimund Wille hat mir auch so wirklich gute Tipps nochmal mit an die Hand gegeben. Der wird ja dann immer so ein bisschen träge, der Klexi. Wenn man leicht trabt, geht es immer noch, dann kann ich ihn schön vorwärts, abwärts und kann ihn auch so ein bisschen im Genick stellen und so. Das geht alles ganz gut. Sobald ich sitzen bleibe, weil der ja so viel Schwung hat, dann bin ich nicht mehr losgelassen, dann ist das Pferd nicht mehr losgelassen und dann läuft er nicht mehr nach vorne. Locker sitzen, lass ihn erstmal ganz langsam traben, bis du sitzen kannst, bis du mitschwingen kannst. Und wenn er dann nicht reagiert, dann machst du mal wirklich, du kommst aus der Ecke und dann nimmst du mal den äußeren Sporn und dann piekst du den mal an, dass der mal nach vorne geht. Und das hat funktioniert. Also das war wirklich so aus der Ecke raus und dann habe ich das dreimal gemacht und dann war der da. Also den musste ich heute null treiben. Ich konnte wirklich auf dem Pferd sitzen und konnte ihn reiten. Ohne dass ich ständig das Gefühl hatte, ich muss jeden Trabtritt da rausholen. Und wir konnten auch heute die Tempi variieren im Trab, ihn aufnehmen, wirklich mal so, trab mal ganz langsam, trab mal so wie in der Passage oder Piaf und noch mehr zurück und noch mehr zurück. Normalerweise ist er mir ausgefallen dann. Mhm. Also er konnte das immer gar nicht tragen, wenn ich das probiert habe. Und ich konnte das auch nicht durchhalten. Und dann war wieder dieser Trick und jetzt einmal außen, dass der wieder zündet. Und dann hat er gezündet und wir konnten wirklich diese Übergänge reiten, versammelt der Trab und rausreiten. Das hat super gut geklappt heute und dann sind wir auch wirklich so Übungen haben wir gemacht. Wir gehen auf die Mittellinie und jetzt war ich gerade irritiert, weil morgen für den Lehrgang, es ist ja Zeitumstellung, müssen wir dran denken, dass wir nicht eine Stunde zu... Was kommen wir? Zu früh oder zu spät? Nee, zu früh. Zu früh, genau. Zu früh, genau. Ich bin ja der große Verlierer der Zeitumstellung. Ja. Es ist, stimmt, du hast heute Nacht Nachtdienst, ne? Eine Stunde länger. Ja. Das ist voll der Beschiss. Ja, absolut. Egal. Wo waren wir stehen geblieben? Wie bist du jetzt? Du warst bei Klecks. Genau, bei der Versammlung im Trab. So. Genau. Und also heute hat es wirklich gut geklappt, dass er auch mit dem Genick oben bleibt, dass er sich nicht so einrollt. Er hat mich sitzen lassen und Herr Wille hat auch gesagt, er hat wirklich Fortschritte gemacht. Also es ist wirklich so, zum letzten Mal war er ja immer noch so ein bisschen zäh und träge und heute war er das nicht. Ich bin aber auch wirklich die ganze Zeit sehr konsequent geritten. Also das, was Nicole mir wirklich in Böhnstadt gesagt hat, das halte ich bei Klexi, halte ich das wirklich durch, dass ich diese Konsequenz auch wirklich beibehalte, weil dann komme ich auch endlich zum Reiten bei diesem Pferd. Das ist immer noch sehr anstrengend und man muss ihn immer mal wieder auffordern und komm jetzt. Und also das wird auch wahrscheinlich nie weggehen, aber es ist kein Vergleich mehr noch vor einem halben Jahr und dieses Tüdeltüt-Reiten, das tut dem auch nicht gut. Aber wir haben heute dann auch noch so ein kleines bisschen Galopparbeit gemacht und auch wieder der Fokus darauf, der muss sofort angaloppieren. Nicht dieses Trab, Trab, vielleicht galoppiere ich dann an. Ne? So. Okay, sondern nee. Trab, Trab, angaloppieren. Genau. Zügig. Genau, ne? So hat es der Herr Wille gesagt. Angaloppieren. Sofort. Angaloppieren. Ja. Okay. Upsi, ja, alles klar, da war was. Und dann geht es auch. Wenn ich das reite, geht es auch. Und er war heute ganz, ganz angetan von Klexi und hat auch gesagt, also er hat sich wirklich rausgemausert aus diesem, ja, noch kleinen Ponykind und jetzt wird er so langsam richtig Pferd. Er hat die richtigen Muskeln und er kann sich natürlich auch genial bewegen und morgen Kandarrenpremiere bei Herrn Wille. Ja, und Stichwort Kandarre und Stichwort Böhnstadt, großes Haflinger-Turnier in Hessen nochmal. Wir müssen jetzt ja so ein bisschen vernuscheln. Ich glaube sogar, wir haben das hier im Podcast mal so als Gag noch gesagt. Und zwar,
Deine M-Platzierungen sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja in Prüfungen erritten worden, in denen, also die auf Trense geritten wurden. Und es gab ja Menschen, die sich bitterböse beschwert haben, dass diese Prüfungen nur auf Trense geritten werden. Und dann nehmen sie da gar nicht teil. Sie wollen, dass es auf Kandare geritten wird. Und du hast so ein bisschen gesagt, ja, es gibt halt so Leute, die können das auf Trense halt nicht reiten. Und? Ja, es gibt aber auch, also ich würde das hat jetzt so einen Touch, so, die können nicht reiten auf Trense. Ich habe es falsch getouched, okay. Ja. Nein, es gibt wirklich Pferde, also ich glaube, der Klecks gehört auch dazu. Der ist auf Kandare sehr viel einfacher zu reiten. Okay. Zum Beispiel, ich folge ja auch, den haben wir übrigens auch mal angefragt für ein Interview, der hat aber noch nicht geantwortet, der Sebastian Marx. Der ist, glaube ich, ganz bekannt, auch bei Insta und so. Ich folge dem, der macht immer ganz knuffige Videos. Ich amüsiere mich immer darüber. Der reitet sein Pferd ausschließlich auf Kandare. Okay. Also der reitet die gar nicht auf Trense. Und es gibt einfach Pferde, die auf Kandare einfacher zu reiten sind. Die sind da durchlässiger, die kriegt man da besser. Und das hat aber auch nicht unbedingt was mit dem Können oder Nicht-Können des Reiters zu tun. Also wir haben nie was gesagt gegen Reiterinnen und Reiter, die Wert darauf legen, nur auf Kandare. Also vor allen Dingen haben wir noch nicht mal gedacht, dass wir deren reiterliches Können auch nur im Entferntesten... Ich nicht. Ja, ich hab's wahrscheinlich einfach nur falsch verstanden. Und also hiermit... Also Kandare ist voll okay. Ja, ich hatte in Böhnstadt nur diesen Vorteil, dass diese Dressurreiter-M auf Trense ausgeschrieben war. Ich glaube, das war für mich ein kleiner Vorteil, weil AC super gut auf Trense läuft. Aber nicht alle laufen super gut auf Trense durch so eine M-Dressur. Und ich glaube einfach, dass das mein Vorteil war. Das war alles, was ich damit sagen wollte, dass ich da einen kleinen Vorteil hatte wegen der Ausschreibung auf Trense. Und weil dir das besonders liegt. Und das heißt aber nicht, dass andere zu dusselig sind oder sonst irgendwie was. Ja. Baby, also echt jetzt. Jenny, Teil 2 des Lehrgangs wird dann, würde ich vorschlagen, Teil unserer kleinen Folge unter der Woche. Das geht ja auch gar nicht anders, weil jetzt ist, also ja, wir kriegen das sonst einfach nicht hin, das morgen noch aufzunehmen. Und es wird auch einfach ein bisschen viel. Mit Blick auf die Uhr würde ich auch vorschlagen, dass wir die Frage der Hörerin auch in der Sendung unter der Woche, dann wird die halt mal ein bisschen länger beantworten. Weil ich würde gerne eine Sache, bevor wir an den Superpromi gehen, noch machen. Und ich würde sogar fast überlegen, dass man, also man, es gibt ja manchmal Werbung für Podcasts in unserem Podcast, ne? Und da ist dann auch immer das Werbejingle davor. Ich habe das ja auch hier auf unserem, wie sagst du immer dazu, Klimperkasten, ne? Ja. Also dann drücke ich das jetzt mal. Und weil wir wollen jetzt Werbung machen für einen Podcast. Warte. Werbung. Und zwar ist es der Podcast, der von uns gewissermaßen mitproduziert wird. Vom Kranken zum gesunden Pferd mit Dr. Sandra Löckener. Folge 2 ist vor wenigen Tagen erschienen. Und auch in Folge 2 lohnt sich das Reinhören. In der ersten Folge ging es ja um equines Asthma und in der zweiten Folge geht es um equine Sarkoide, Wucherungen auf der Haut am Pferd. Und Sandra räumt mit 10 Mythen rund um diese Sarkoide auf und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Mythos Nummer 10. Wenn es schlimmer wird, muss man das Pferd einschläfern. Ja, also das ist natürlich schon so, dass je nachdem, wie großflächig die sind, wie schmerzhaft die sind, die Sarkoide, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es ein Todesurteil ist. Es gibt aber auch einfach viele Pferde, wo man das gut in den Griff kriegt. Und es gibt auf jeden Fall echt viele Therapieansätze, also wirklich sehr viele. Und es wird auch viel geforscht auf dem Gebiet. Also große Empfehlung von uns, vom Kranken zum gesunden Pferd. Unbedingt reinhören, Folge 2 ist online, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. So, und jetzt aber Jenny. Wir haben es im Teaser schon gesagt, ich habe dich überrascht, weil ich so aufgeregt war. War ich wirklich? Stimmt. Wir haben prominenten Besuch, wie noch nie im Pferdepodcast, weil jeder ihn kennt. Wir haben aber auch, vor allen Dingen, wir haben doppelten Besuch, einen Mann und eine Frau. Und bei der Begrüßung gilt natürlich Ladies first. Deshalb sagen wir zuerst herzlich willkommen an die Hamburger Voltigier- und Reitpädagogin Stefanie Gonthardt. Hallo, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch, dass wir da sein dürfen. Den männlichen Part in der Runde, den, also ich glaube, dass man nicht übertreibt, wenn man sagt, den kennt in Deutschland jeder. Also wenn ich jemand auf der Straße anspreche und sage Tennislegende, dann wird die Antwort Boris Becker lauten. Wenn ich sage Fernsehshowmaster, dann werden die meisten wahrscheinlich sagen Thomas Gottschalk. Und wenn ich sage Kinderlieder, dann wird die Antwort Rolf Zukowski lauten. Und er ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Herr Zukowski. Na, das ist ja eine Begrüßung. Dankeschön. Herr Zukowski, 1961, wenn Ihr Wikipedia-Eintrag nicht lügt oder trügt, hat es angefangen mit der ersten Gitarre vom Vater. Dazwischen liegen jetzt mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger. Aber in den Pferdepodcast kommt man natürlich nur, wenn es auch ein Projekt, ein Album mit Pferden gibt. Und genau darüber wollen wir heute kurz sprechen, denn das haben Sie rausgebracht. Machen Sie mich ganz kurz schlau, wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben Sie schon mal Lieder mit Kindern und aufgenommen, die sich um das Thema Pferde drehen. Aber das ist jetzt sozusagen eine Neuauflage dieser Songs. Wie ist das Album Die Pferdefreunde reiten ist mehr entstanden? Machen Sie uns ein bisschen schlau. Wie kam das zustande? Ja, die Vorgeschichte ist eigentlich eher eine Fußnote meines Repertoires. Es gibt ein Lied Besuch auf dem Bauernhof. Und da geht es auch um einen Pferdestall. Und ich mache dort ein Pferd nach und schnaube und schüttle mich. Aber das war, glaube ich, das Einzige. Und Steffi kannte das Lied, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen mich angesprochen hat. Aber Steffi Gonthardt hat tatsächlich sich, ohne dass wir uns vorher kannten, mit meinem Repertoire beschäftigt. Sie scheint auch ganz viele Lieder auswendig zu können. Zumindest klingt es für mich so, weil sie auf so viele Melodien neue Texte geschrieben hat, die ich nie hätte schreiben können. Denn so nah am Pferd war ich dann doch nie. Ich habe auch mal auf einem Pony geritten in einem Freizeitpark an der Ostseeküste. Okay. Aber ich war sehr beeindruckt davon, in welcher Vielfalt, Tiefe und auch Einfühlsamkeit ihre Texte rund ums Pferd, rund ums Reiten, rund um das Miteinander von Mensch und Natur gestaltet waren. Und daraus musste was werden. Ich habe ihr sehr schnell gesagt, ich glaube, wir können da mal in die Vollen gehen und ein richtiges Album produzieren. Ich glaube, davon hatte sie am Anfang gar nicht geträumt. Ich kann das nur unterschreiben. Also ich habe in das Album jetzt die Tage auch immer wieder mal reingehört. Die Texte, die Musik, ich finde es wirklich ganz toll. Und Frau Gonthardt, Sie sind jetzt ja schon mehrfach angesprochen worden. Es scheint mir, dass Sie fast sowas wie die Hauptrolle gespielt haben, was so den Anstoß und auch das Tun und was auch die Lieder, die auf diesem Album zu hören sind, angeht. Erzählen Sie doch mal, wie kam es denn dazu? Ja, ich glaube, also der Anfang des Ganzen ist, dass ich mit den Liedern von Rolf groß geworden bin und die einfach ganz tief in mir drin sind, sowohl die Melodien als auch die Texte. Und ich bin, seit ich denken kann, ein Pferdemädchen und bin im Reitstall mehr oder weniger groß geworden, habe halt eine große Verbindung zu den Pferden und habe viel Freude daran und bin seit einiger Zeit eben auch beruflich in dem Bereich tätig. Ich bin Reit- und Voltigierpädagogin, arbeite viel mit Kindern, also hauptsächlich Kindergartenkindern, aber auch Grundschulkindern und aber auch zum Beispiel Erwachsenen mit Behinderung am Pferd. Und während ich das so gemacht habe, habe ich irgendwann gedacht, es wäre so schön, wenn wir Musik hätten, die die Kinder oder auch die Erwachsenen auf dem Pferd begleitet und die auch eine Pferdethematik hat. Mhm. Und da habe ich so drüber nachgedacht, was könnte man machen, was gibt es vielleicht auch schon. Ich habe nichts gefunden, was mir gefiel, aber was mir halt immer gefiel im Zusammenhang mit Kindern oder auch jetzt noch, also ich bin jetzt 40, in meinem Alter noch, sind immer noch die Melodien und auch die Texte von Rolf Zukowski. Und insofern habe ich mich dann irgendwann hingesetzt, habe mir ein Lied genommen, habe mir angeguckt, wie der Text da ist und habe angefangen, neue Texte drauf zu oder mir zu überlegen, die halt zum Thema Pferd passen. Und das, soweit ich weiß, obwohl du keine gestandene Sängerin bist, du singst, glaube ich, eher gern in dich hinein, oder? Genau, also ich singe sehr gerne im Auto und ich singe sehr gerne unter der Dusche. Ansonsten singe ich nicht so viel. Allerdings, wenn ich mit meinem eigenen Pferd unterwegs bin, der singe ich auch manchmal was vor, ist eine Stute. Nein, und ansonsten ist es wirklich so, das habe ich an anderer Stelle auch schon erzählt, also ich habe das ziemlich zu Fuß gemacht oder hemdsärmlich. Also ich habe mich aufs Sofa gesetzt und habe die Silben in den einzelnen Texten abgezählt, habe mir dann Texte überlegt und habe dann wirklich immer geguckt, passt es von den Silben her? Dann habe ich mir das Original oder den Originaltitel nochmal angehört und habe geguckt, passt der Text ungefähr da drauf? So ist das entstanden. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo Sie Rolf Zukowski noch nicht
kannten oder es war jetzt keine Auftragsarbeit oder so, sondern das war erstmal, Steffi sitzt im stillen Kämmerlein da und tastet sich da so langsam ran. Genau so war das. Das war, es war Februar, es war kalt, ich hatte abends ein bisschen Zeit, es war gemütlich und ich hatte Spaß dran. Also ich habe auch mit einem Lied angefangen und dann hatte ich halt immer, also hat es mir einfach Freude gemacht, dann habe ich immer weitergemacht und dann war es irgendwann, ich glaube, es war dann April, dann habe ich gedacht, so jetzt habe ich, weiß gar nicht mehr häufig, ich glaube, es waren irgendwie 15 Lieder oder so, die ich dir zuerst geschickt habe. Genau, es waren noch, noch etwas mehr, als wir dann veröffentlicht haben. Veröffentlicht haben wir letztendlich 14. Genau. Und die habe ich auch wirklich noch so, also nicht digital irgendwie, ich habe es alles ausgedruckt, habe eine Mappe gemacht und habe die dann ans Management von Rolf Zukowski geschickt und habe gedacht, gucken wir mal, was passiert. Zu verlieren habe ich ja nichts. Mhm. Ja, und dann hat irgendwann mein Telefon geklingelt und Rolf war dran. Und das war eine große Überraschung, aber auch eine große Freude. Du hast nichts verloren, aber viele haben was gewonnen, Steffi, denn es ist dir wirklich gut gelungen. Und darf ich vielleicht mal sagen, ich kriege relativ oft Angebote, auf meine Melodien neue Texte zu genehmigen. Das ist ja auch eine Urheberrechtsfrage. Mhm. Aber nicht oft ist es so, dass ich es einfach von vornherein wunderbar finde. Die Thematik, die Singbarkeit, ein bisschen habe ich dir geholfen noch an einigen Silben, dass man es noch schöner singen kann, aber es waren gar keine inhaltlichen Korrekturen in dem Sinne. Und ich genehmige schon öfter auch Sonderversionen, aber ein ganzes Album, da bist du, glaube ich, die Erste. Es gibt immer mal einzelne Lieder, es gibt von der Weihnachtsbäckerei was auch immer, wie schön, dass du geboren bist, Sonderversionen. Aber dieses ganze Album zu der Thematik, da bist du, glaube ich, die Erste und hast eine sehr große Tür aufgestoßen. Ja, und das, also haben wir uns ja schon häufig gesagt, aber es ist auch eine große Ehre, dass das überhaupt geht, weil diese Melodien wirklich auch einfach so schön sind. Die tragen diese Texte so wunderbar, weil sie an sich schon so toll klingen. Hm. Danke. Jetzt ist es ja so, also es muss ja dann den Moment gegeben haben, da haben Sie Rolf Zukowski angerufen, das haben Sie gerade schon erzählt, und der rief dann zurück und Ihnen ist erstmal der Hörer so ein bisschen aus der Hand gefallen, aber dann geht es ja auch darum, sowas dann zu produzieren. Also das sind ja dann Dinge, wo wahrscheinlich Rolf Zukowski dann sehr gut einschätzen konnte, was muss jetzt als nächstes passieren. Man braucht ja auch die Kinder, die das singen und so weiter. Wie ging es denn dann weiter, dass dann am Ende des Tages so ein Album da steht? Ja, also ich habe diese Lieder gekannt. Ich hatte sie selbst geschrieben, konnte also auch letztendlich die Texte sofort mitsingen, musste dazu keine Musik auflegen, sondern die habe ich ja in mir und habe gedacht, ja, wer kann das so singen, dass es der Sache gerecht wird? Am liebsten wäre mir natürlich gewesen, es sind lauter reitende Kinder und Jugendliche, die auch gut singen können. Aber das ist dann für eine Studioproduktion doch sehr schwer. Man würde dann ein ganz neues Ensemble zusammenstellen müssen mit studio-unerfahrenen Kindern. Mhm. Und ich habe mich dann auf zwei Chöre konzentriert, von denen ich wusste, dass sie sehr vielfältig besetzt sind, vom Alter her, auch Mädchen und Jungen. Und dass die auch im Studio schon mehrfach gezeigt haben, dass sie besonderen Aufgaben gewachsen sind und nicht überfordert werden. Und das war der Chor Die Alsterfrösche aus Hamburg und das junge Musical Braunschweig. Die haben sich die Sache ein bisschen in Abstimmung mit mir abgestimmt. Das junge Musical Braunschweig hat eher die etwas Größeren, die Jugendlichen, beigesteuert. Und die Alsterfrösche hauptsächlich Kinder, aber auch Jugendliche. Und die haben sich auf diese Aufgabe sehr gut vorbereitet, sodass im Studio ich das Ganze sogar meinem Partner im Studio, Dieter Faber, überlassen konnte. Denn ich hatte in der Produktionsphase, die wir uns vorgenommen haben, zu viel anderes im Kalender und habe gesagt, das muss jemand machen, der die Aufnahmen steuert, ein Tontechniker, Tonmeister, der auch mit Kindern und Gesangsaufnahmen mich schon oft überzeugt hat. Aber ich war immer verantwortlich, war auch mehrfach im Studio dabei, habe die Zwischenergebnisse gehört und habe einen Titel sogar selbst gesungen, weil zu meinem ziemlich wichtigen Lied Ich schaff das schon, bald reite ich als Text, das ist eine Geschichte, die konnte ich gut erzählen, weil ich sie ja nur beschreibe. Ich tue in dem Lied ja nicht so, als könnte ich gut reiten, das wäre wirklich Hochstapelei. Aber es singt ein Mädchen, das also zum Reiten hingeführt wird, das selber reiten will, die Refrains. Und ich habe die Strophen gesungen und ich finde, das ist ein ganz besonders einfühlsames Lied. Diese Annäherung an das Reiten, auch die Eltern überzeugen, an sich selber glauben, auch mal vom Pferd fallen, wieder aufstehen und nicht aufgeben. Das habe ich besonders gern gesungen. Und die Chöre haben dann aber auch Solisten eingesetzt. Das ist für diese Lieder ja sehr wichtig. Reiten ist ja oft auch eine Sache, dass jemand allein auf dem Pferd sitzt. Beim Voltigieren nicht immer, da sind es auch mal mehrere. Mhm. Aber das konnten diese Chöre gut leisten und ich bin denen sehr dankbar, wie sie es gemacht haben. Und Dieter Faber allemal, der das im Studio realisiert hat.
Herr Zukowski, Sie haben jetzt über einen Text gerade schon sehr eindrücklich gesprochen. Wir können ja die Lieder aus rechtlichen Gründen leider jetzt im Podcast hier nicht einspielen. Aber Frau Gonthardt, Sie haben die ganzen Texte umgeschrieben sozusagen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ganz schwierig, das jetzt in wenigen Worten zu beschreiben, aber wenn Sie vielleicht so die verschiedenen Themen so ein bisschen auffächern könnten, weil es ist ja tatsächlich unglaublich vielfältig geworden, was Sie da geschaffen haben. Worum geht's in den Texten? Und sprechen Sie nur Kinder an? Also ich glaube, dass in erster Linie Kinder angesprochen werden. Ich bin aber der Meinung, und das ist auch die Rückmeldung, die ich hier bei mir im eigenen Stall und bei den Personen, mit denen ich so zusammen bin, kriege, dass das durchaus auch Texte sind und Lieder sind, die auch Erwachsene hören können und gerne hören. Vor allem auch Erwachsene, die ohnehin mit den Liedern von Rolf Zukowski groß geworden sind und dann noch einen Bezug zum Pferd haben. Und vom Fächer her ist es so, also ursprünglich bin ich mal rangegangen und habe gesagt, also es gibt ja in der Reiterei, gibt es ja den Pferdeführerschein Umgang, wo man sich damit befasst, was muss man alles wissen, um gut mit Pferden umzugehen, so dass die wirklich gesund und glücklich leben können. Das war ursprünglich so ein bisschen mein Ansatz, solche Themen da auch mit aufzugreifen. Also was gibt es für Pferderassen? Was braucht ein Pferd, um gesund leben zu können? Wie gehe ich am besten mit einem Pferd um? Wie einfühlsam muss ich beim Reiten sein? Solche Themen. Und dann habe ich aber auch noch Themen aufgegriffen, die mich eigentlich mein ganzes Pferdeleben lang besonders bewegen. Also zum Beispiel das erste Lieblingspferd. Oder ich komme ja auch aus dem Voltigierbereich, also der große Zusammenhalt in einer Voltigiergruppe oder die große Gemeinschaft in einem Reitverein, wo ja Jung und Alt zusammen unterwegs sind. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen der Fächer und immer halt unter dem Aspekt, die Kinder sollen eine gute Zeit mit den Pferden haben und viel wichtiger aber auch noch, die Pferde sollen eine gute Zeit mit den Menschen haben. So, das ist und untereinander. Ja. Das habe ich übrigens auch sehr schnell als sehr besonders empfunden. Wenn man von außen in die Reiterwelt guckt, dann denkt man natürlich im Wesentlichen auf die, die auf dem Pferd sitzen. Und von Pferden hört man auch manchmal, dass sie nicht gut behandelt werden. Da gibt es ja auch sehr prominente Fälle, dass man sagt, nicht alle gehen mit den Pferden so gut um, wie die Pferde es bräuchten. Aber diese Einfühlsamkeit und diese Verantwortung, die ist von vornherein auch für mich ein wesentlicher Grund gewesen, zu sagen, das ist die richtige. Die will nicht nur Spaß und Sport und vielleicht Leistung und Erfolge, sondern die will dies miteinander von Mensch und Tier, aber auch untereinander der Menschen, diese Stallgemeinschaft zum Thema machen. Das macht das Album meines Erachtens schon auch ganz besonders warmherzig. Finde ich auch. Was mir übrigens wichtig ist, in dem Zusammenhang, also ich habe das nicht geschrieben und habe da gestanden und habe gedacht, ich weiß es. Und bei mir hat es jedes Pferd ganz perfekt und wir in unserem Stall können alles. Also ich sage mal, man kann, glaube ich, alles gut oder schlecht machen in jeder Disziplin. Und einfach jeder, der mit Pferden arbeitet, ist irgendwie angehalten, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen und zu gucken, was läuft gut und was kann vielleicht noch besser laufen. Genauso wie im Zusammensein mit Kindern, finde ich, ist es auch so. Ja. Herr Zukowski, Sie haben gesprochen darüber kurz, dass Sie auch es zum Teil auch erlauben, solche Sondereditionen, also Ihre Lieder mit neuen Texten zu versehen. In der Weihnachtsbäckerei ist sicherlich eines der bekanntesten oder das bekannteste Lied, das Sie geschaffen haben. Das gibt's ja auch in der Pferdeversion, habe ich jetzt in einem Video gesehen. Ist es auch im Zusammenhang in der Pferdereiterei, ist es im Zusammenhang mit diesem Projekt entstanden oder in einem anderen Kontext? Soweit ich weiß, war das eines der frühen Lieder, wenn ich mich nicht irre, Steffi, war das von Anfang an so mal mit die Grundausstattung deines Konzeptes, die Weihnachtsreiterei, weil gerade bei diesen Weihnachtsshows, ich habe übrigens einmal eine mitgemacht, in dem Olympiazentrum in Warendorf habe ich ein Konzert gegeben, da habe ich auch reitende Kinder und entsprechende weihnachtliche Dekorationen gehabt. Aber das scheint es in fast jedem großen Reitstall zu geben. Und da findet sich eben die Gemeinschaft über alle Altersgruppen. Und darum lag es sehr nahe, die Weihnachtsreiterei zum Thema zu machen. Und es hat uns ganz viel Freude gemacht, das auch in Steffis Reitstall in Hamburg umzusetzen mit einer sehr, sehr talentierten jungen Regisseurin, Stefanie. Die kennst du ja, Amelie Siegmund. Ja. Die hat das sehr einfühlsam gemacht. Und da hast du natürlich deine reitenden Kinder eingebracht, auch deine voltigierenden Kinder. Und die singenden Kinder haben, ich sag mal, zünftig auf Heuballen gesessen und waren natürlich auch im Stall, aber sind nicht aufs Pferd gestiegen. Diese Trennung haben wir auch sinnvollerweise beibehalten.
Bevor ich Sie beide noch frage, was wir vergessen haben und ob es noch irgendwas gibt, was Ihnen im Zusammenhang mit dem Pferdealbum am Herzen liegt, würde ich Sie gerne noch fragen, Herr Zukowski, Sie werden nicht müde, ne? Also Sie sind so aktiv, ich finde das so bewundernswert. Hört es einfach nie auf, denken Sie darüber gar nicht nach. Es gibt, ich will Ihnen auch um Gottes Willen nicht so nahe treten, weil das wird manchmal auch so ein bisschen so als distanzlos oder so, so nach dem Motto, warum meint der jetzt, ich müsste aufhören? Aber das finde ich schon bemerkenswert, wie viel Kraft und Energie und Power Sie haben und was Sie alles noch machen. Sie haben über Ihren vollen Terminkalender gesprochen und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, sind Sie auch auf YouTube unheimlich aktiv und machen da was. Also es sind keine Anzeichen von Müdigkeit zu erkennen, habe ich so den Eindruck. Also Ihre Frage ist berechtigt und ich finde auch erlaubt, weil ich finde, Menschen werden nun mal älter und jeder muss es auf seine Art auch entscheiden, was er noch leisten kann. Ich bin als freischaffender Künstler natürlich nicht an irgendwelche Aufträge gebunden. Ich habe keine Verträge, die ich einhalten muss. Selbst mit meiner Schallplattenfirma gibt es schon lange keine Ablieferungsverpflichtung mehr, sondern es kommt etwas, wenn ich dran glaube, dass das den Menschen gefällt und vielleicht sogar auch ein Erfolg werden könnte. Und heute hat das sehr viel mit Social Media zu tun. Mein Repertoire ist sehr groß. Ich habe ein kleines Team, bin aber auch selber immer wieder Impulsgeber für Instagram, Facebook, YouTube, sogar für TikTok ab und zu. TikTok aber nicht für Kinder, eher für die Erwachsenen, weil ich es nicht als Kindermedium promoten möchte. Und der Kalender ist offener als in den Jahren, als ich noch auf Tournee war. Und es gibt so ein Wort, das vielleicht nicht viele Leute in den Mund nehmen, aber ich bin hauptsächlich ein singender Ehrengast. Es gibt viele Veranstaltungen, bei denen man mich gern dabei hätte, die ich auch gern fördern möchte oder miterleben möchte. Das können sehr ernste Dinge sein, das können auch staatstragende Dinge sein, wie der Tag der Deutschen Einheit. Es kann auch mal eine Trauerfeier sein oder ein Besuch im Kinderkrankenhaus, im Kinderhospiz. Und da kann ich aus meinem recht breiten Repertoire eigentlich immer dem Anlass gerecht werden. Vielleicht für 15 bis 20 Minuten und mehr muss auch gar nicht sein. Weil es dann kein richtiges Konzert ist, habe ich auch nicht die ganzen Umstände eines Konzertes und kann mit den Menschen viel intensiver reden, lerne viele Menschen kennen, ihre Ambitionen, auch ihre Nöte. Und das ist jetzt mein Lebensabschnitt. Fernsehen ist ja sehr selten geworden. Es gibt Talkshows, in denen bin ich auch ganz gerne. Manchmal spielen die dann auch nochmal ein Video zu. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch eine Talkshow erleben, wo die Weihnachtsreiterei als Video zu sehen ist. Daran arbeiten wir gerade. Es gibt ja so einige Talkshows, die noch von mir in diesem Jahr noch nicht bespielt wurden. Aber die Müdigkeit ist zum Glück nicht mein Problem. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass ich mich heute viel intensiver vorbereiten muss auf Dinge, die ich noch nicht oft oder lange nicht gemacht habe. Ich bin etwas ängstlicher geworden, den Blackout zu erleben oder Texte so unglücklich zu verdrehen, dass die Leute schlucken müssen oder Mitleid mit mir bekommen. Also in dem Sinne muss ich mehr Luft im Kalender haben. Aber das ist gerade jetzt im Advent sehr schwer. Da gibt es ganz besonders viele Anfragen, weil mein Repertoire eben auch so advents- und weihnachtsträchtig ist. Und es macht mir auch immer noch viel Freude, so mittendrin zu sein. Ich tausche mich mit Menschen singend aus, auch teilweise durch Musical-Erfahrungen. Es gibt ja von der Weihnachtsbäckerei ein traumhaftes Musical übrigens. Das kann man in Deutschland an 4 Spielstätten sehen. Und ich hoffe sehr, dass es in den nächsten Jahren so bleibt. Muss aber ganz ehrlich sagen, immer wenn man mich fragt, geht's dir gut? Dann kann ich sagen, ja, gut genug. Weil um mich herum gibt es wirklich viele, die auf einmal nicht mehr da sind. Von heute auf morgen einen Schlaganfall haben, Herzinfarkte haben. Das ist in diesem Lebensabschnitt so. Und ich bin wirklich dem lieben Gott sehr, sehr dankbar, dass ich noch so gut drauf bin. Weiß aber auch, dass das ein Lebensglück ist und dass ich davon noch ein bisschen was abgeben kann an Menschen, die mir als Wegbegleiter weiterhin folgen wollen. Ja, nicht nur die Kinder. Es gibt ja sehr viel Erwachsenenrepertoire von mir, das zunehmend auch von Menschen entdeckt wird. Da bin ich eigentlich auch sehr froh, dass die digitale Welt diese Lieder an die Oberfläche gespült hat. Denn man kann heute auf Kanälen wie Spotify alles von mir jederzeit sehen und hören. Das ist ja im Rundfunk schon lange nicht mehr der Fall, obwohl ich ein großer Freund des 100 Jahre Radios bin. Mein Radio Lollipop ist übrigens auch schon 42 Jahre alt, ist auch schon ein Medium geworden. Aber
Nein, danke, dass Sie das gefragt haben. Ich glaube, man muss keine Sorge um mich haben, aber man sollte auch verstehen, dass ich nicht immer zu allem terminlich Ja sagen kann, was andere sich wünschen. Und ich versuche dabei, sehr einfühlsam und höflich zu bleiben, aber Absagen sind leider mein täglich Brot und das meiner wichtigsten Mitarbeiterin Carina Kaiser auch. Umso mehr freue ich mich, dass wir von Ihnen eine Zusage bekommen haben. Das ist eine große Freude. Und das taugt auch sehr für ein Schlusswort. Trotzdem ist meine letzte Frage immer die, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwie was, was Sie loswerden wollen? Stefanie, wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann haben wir, glaube ich, ganze Arbeit geleistet und einen guten Einblick gegeben, was das Album, wie das zustande gekommen ist, was es bedeutet, wie toll das ist. Aber trotzdem, gibt es noch irgendwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was Sie loswerden möchten, was wir vielleicht vergessen haben? Also ich würde sagen, vergessen haben wir nichts. Wenn ich sagen soll, was mir auf dem Herzen liegt, dann würde ich einfach sagen, jeder, der jetzt diesen Podcast gehört hat, das werden ja alles oder großteils Pferdemenschen sein, darf sich gerne mit dem Album befassen, das gerne weitertragen und wenn Fragen sind, denke ich, sind wir auch immer offen und freuen uns, die zu beantworten. Ja, also ich kann noch zwei Sachen nachtragen. Ich knüpfe mal an Steffi an. Man kann ja diese Lieder selber singen, man kann sie aufführen, man kann auf Anfrage über unseren Verlag Musik für dich, da kann man auch über die Website gehen, auch eventuell die Instrumentalbegleitung anfordern, wenn man selber für eine Veranstaltung selber singen möchte und unsere Stimmen mal nicht hören möchte. Das ist dann natürlich sehr speziell, aber für Veranstaltungen würden wir das durchaus auch rausgeben, um das zu fördern. Und es gibt jetzt ein Notenheft. Es gibt also ein Notenheft mit all diesen Liedern, mit Gitarrenakkorden, sodass also auch zur Gitarre oder anderen Instrumenten im Reitstall oder rund um Gemeinsamkeiten in der Reiterei gesungen werden kann. Denn die Melodien und die Texte sind so, dass sie nicht abhängig davon sind, die Originalaufnahme zu hören. Man kann vieles einfach nur so lossingen. Das ist zum Glück bei vielen meiner Lieder der Fall. Auch auf dem Pferd, wenn man will. Aber man kann eben auch mit diesem Notenheft jetzt sagen, komm, einer von uns begleitet und die anderen singen. Und dann ist diese Gemeinschaft eigentlich noch intensiver, als wenn einfach nur alles aus dem Lautsprecher kommt. Das Notenheft ist im Musikverlag Sikorski erschienen. Kann man überall googeln. Es gibt ja auch entsprechende Websites von mir, musikfuerdich.de, da findet man eigentlich alles, was es gibt. Wir werden das bei uns auf der Homepage, haben wir auch nochmal auf jeden Fall verlinken zu der das Sendung. Dann findet man das auch für die, die in den Podcast hören, genau. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ja. Einmal. So sieht es dann aus. Wir machen ja kein Fernsehen, aber ja, sehr gut. Ein schönes Cover von einer Hamburger Künstlerin gestaltet, die macht das ganz toll. Dann danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Alles Gute allen, die uns zuhören. Und bleibt mal schön optimistisch und zuversichtlich in diesen teilweise doch recht schwierigen Zeiten. Stefanie Gonthardt und Rolf Zukowski zu Gast im Pferdepodcast. Wirklich eine große Ehre, dass wir die Zusage von den beiden bekommen haben. Wir haben es gehört. Rolf sagt viele Einladungen dann auch immer wieder mal ab, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil es auch einfach zu viele sind. Im Pferdepodcast waren die beiden. Coole Sache, Jenny. Wir sind mega stolz. Ja. Aber echt. Und das war Folge 246 des Pferdepodcasts. Wir sagen, schon vorbei? Ja, es geht dann ja weiter mit einer etwas längeren Folge unter der Woche. Du könntest noch weiterreden, oder was? Hey, ich habe gefühlt, habe ich noch gar nicht so viel erzählt. Bist noch gar nicht so ganz auf deine Kosten gekommen hier. Nee, ich hätte ja noch so viel zu erzählen. Mein Herz quillt über. Ja, das ist immer so, wenn du in den, das sagst du immer, ne? Wenn du zu den beiden Pferden kommst in den Stall, mein Herz quillt über. Auch vor Glück. Ja, das stimmt wirklich. Außer sie wälzen sich im Schlamm. Ach, dann habe ich sie trotzdem lieb. Okay. Sie sind auch wirklich, wirklich sehr knuffig, die beiden. Es ist wie beim rosaroten Panther so ein bisschen, ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich bin jeden Tag traurig, wenn ich fertig bin im Stall und nach Hause gehen muss. Deswegen fahre ich abends immer noch mal hin. So, jetzt müssen wir auch alle nach Hause gehen hier nach diesem Podcast. Folge 246 war das. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man das Gefühl hat, eigentlich hätte man noch weiterreden können. Steigert vielleicht schon die Vorfreude aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das Übliche, was man mit Podcasts so machen kann. Teilen, liken, gerne auch einen Kommentar da lassen, sich Themen wünschen. Wir haben da immer ein offenes Ohr. Und wir melden uns in ein paar Tagen schon wieder. Bis dahin, habt eine pferdige Zeit. Tschüss. Tschüss.